So schuf dieser Mann mit Brillen ein deutsches Milliardenimperium. Mit 22.000 Mitarbeitern, knapp 1.000 Filialen und 51% Absatzmarktanteil ist Fielmann der unangefochtene Marktführer in Deutschland, was Brillen angeht. Man erzählt sich. Als Günther Fielmann in den 50er Jahren eine eigene Brille brauchte, wurde damals das Modell für ihn vom Optiker bestimmt. Die Kassenbrille. Diese Erfahrung hat Günther geprägt. 1956 machte er eine Optiklehre und arbeitete später 1965 für zwei Optikerkonzerne. 1972 eröffnete er sein erstes Geschäft in Cuxhaven und 9 Jahre später revolutionierte er den Brillenmarkt. Er schaffte es, ganze 90 modische Modelle der Kassenbrille zu erschaffen. Es gab immer mehr Filialen und das Unternehmen wuchs. In den Jahren danach erhielt er unglaublich viele Auszeichnungen, auch für soziales Engagement. Und 2019 übergab er vollständig den Vorstandssitz der Firma an seinen Sohn Marc. Laut Forbes hat er 2021 mitsamt seiner Familie ein Gesamtvermögen von 6 Milliarden Dollar. Krasse Story.